Wir sind heute auf dem Online-Karrieretag 2015 in Berlin. Neben mir sitzt Franziska von Lewinsky, Vorstand bei Fischer Apelt und verantwortlich für den Bereich Digital. Franziska, PR- und Werbeagenturen stehen ja oft in dem Ruf, ihre Mitarbeiter auszubeuten. Ihr könnt aber eine überdurchschnittlich positive Bewertung auf Kununu vorweisen. Wie macht ihr das? Was tut ihr für eure Mitarbeiter, damit die so glücklich sind? Ich finde, dass die Diskussion in den Medien einfach dem, was man gerade in den Agenturen tatsächlich vorfindet, nicht gerecht wird. Also wir stellen uns auf unsere Mitarbeiter ein. Wir haben zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Wir sind auch bereit, neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, damit unsere Leute wirklich auch ihren Privatleben oder ihre Familie mit ihrem Beruf unter einen Hut bekommen. Das ist uns total wichtig. Und vor allen Dingen haben wir auch tolle Jobs und tolle Projekte, so dass man wirklich mit Spaß zur Arbeit geht. Das ist uns total wichtig. Worauf legt ihr bei Bewerbungen Wert und welche Rolle spielt der Lebenslauf? Das hängt natürlich ein bisschen von der Position ab, für den wir jemanden suchen. Ob wir jemand Senioriges oder jemand Junioriges suchen und ob wir einen Spezialisten suchen oder einen Generalisten. Was uns total wichtig ist, ist, was ist das für ein Mensch? Was hat der für Interessen? Hat er eine Leidenschaft? Wofür begeistert er sich? Das ist uns total wichtig und wir wünschen uns auch, dass das aus dem Lebenslauf hervorgeht und wir keine gestreamlinten, geglätteten Lebensläufe bekommen, sondern auch gerne Lebensläufe mit Ecken und Kanten. Ist es wichtig, Erfahrung im Online-Marketing mitzubringen, wenn man sich auf eine Online-Marketing-Stelle bewirbt? Oder ist das momentan noch nicht so richtig ausdifferenziert und deswegen von Vorteil? In den seniorigen Positionen ist das natürlich wichtig, dass man schon Erfahrung hat. In den juniorigen ist uns vor allen Dingen wichtig, dass man eine Begeisterung für die digitalen Medien hat und dass man selber auch ausprobiert und selber im besten Fall twittert, selber vielleicht bloggt und tatsächlich die digitalen Medien für mehr nutzt als nur Online-Shopping. Wie war dein Panel und wie findest du den Online-Karrieretag bisher? Der Panel hat total Spaß gebracht, was ich gut fand. Wir waren mehr Frauen als Männer. Es war eine gute Diskussion. Auch die anderen Personalerinnen haben klar Stellung bezogen. Das hat mir echt gut gefallen. Ich bin das erste Mal bei euch auf dem Online-Karrieretag hier in Berlin und finde es wirklich richtig gut, find die Atmosphäre gut, finde gut, was ihr hier für die jungen Leute tut, zu informieren, auch die Unternehmen mit den jungen Leuten zusammenzubringen und ich komme bestimmt wieder. Super, danke.